Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf der Stappenbach. Wie ihr seht, haben wir einen neuen auf dem Hof. Ne? Ich habe mir gedacht, wir brauchen irgendwie nur so kleine Dinge nebenher, weil es hat sich ein bisschen was verändert hier auf der Karte. In meinem Spielstand. So, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Ne? Als erstes schnappen wir uns mal den Deutz. Ne? Ich habe nur so ein bisschen Shopping-Tour gemacht. Weil wir brauchten ja noch so ein paar Klüngelkes. So. Und dann habe ich mir gedacht, ja. Ist das doch eigentlich ein feiner Schlepper. Der soll so ein bisschen hier die Tierarbeiten übernehmen. Der hat 75 PS. Dafür ist er gut. Oder was sagt ihr dazu? Also ich finde ihn gar nicht schlecht, ne? So. Dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir mal auf die Suche nach Wasser, ne? Der hat IC? Krass, wusste ich gar nicht. Ich weiß auch noch nicht, wo es hier Wasser gibt auf der Karte. Das werden wir jetzt mal suchen, ne? Weil ich hatte so ein paar Sachen jetzt noch verändert und dies und das und ich hatte noch Bock und dann habe ich mir gedacht, auf weiße was, dann spielen wir noch ein bisschen. Fahren wir mal hier runter. Ich hoffe, wir kommen ans Ziel. Ja, fahr ein Trecker, wa? Kleinen alten Deutz. Hatte ich gefunden im Netz. Den nehmen wir mit dazu. Der passt hier so gut hin. Für unseren Tüdelkram, den wir dann noch so zwischendurch haben. Gucken, ob einer kommt, ne? Immer wichtig. Aber es scheint frei zu sein. Bin gespannt, ob man einfach im Fluss Wasser holen kann. Oder ob es da auch irgendwas wieder gibt. Wir ihn daran fahren können. Und drehen wir mal noch mal eben kurz um. Kommt ja, glaube ich, keiner. Von der anderen Wiese da. Hä, mit der Maus ist das nicht so einfach, ne? Oh, hier können wir vielleicht Wasser kriegen, wa? Machen wir kurz auf unendlich. Sehen wir mehr. Rückwärtsgang rein. Rückwärts bewegen sollte er sich schon. Machen wir mal eben das Hilfefenster an. Vielleicht seid ihr uns erinnert, wir Wasser kriegen. Na, ja, gibt's Wasser? Na, hier gibt es kein Wasser. Wo kriegen wir denn Wasser auf der Karte? Oh, da kommt er nicht hoch. Oh, war ja falscher Gang. Ich würde mal sagen, wir haben den Trecker versenkt, wa? Spitze. Wieder rauskommen. Nee, ne? Kann's doch nicht sein. Spitze, Trecker versenkt. Da gibt's nur eins, ne? So ist das, wenn man nicht schneidet, ne? Aber wo gibt's denn hier Wasser auf der Karte? Wäre echt gut zu wissen. Weiß das jemand von euch?
Ah, so kommt der Eich ja auch mal raus. Scheiße, ey, voll versenkt, ey. Guck die Wand an. Aber so ist das halt, ne? Wollen wir hoffen, dass wir ihn rausgeschoben kriegen. Nee, nee, nee. Einmal Wasser holen und schon alles wieder versenkt. Oh, jetzt sag nicht, du schaffst das nicht, oder was? Jetzt ist der Eich ja auch zu klein, oder was? Schieben wir mal vorne, wa? Wir kriegen ihn noch raus. Kann's ja nicht sein, ey. Gucken, ob wir ihn rauskriegen. Ich glaub's noch nicht. Von dem Einsteigen, ne? Steht nur ein bisschen in Dreck, wa? Passt immer noch nicht, ey. Ja, so ist das, ne? Wenn man nicht schneidet und nicht alles löschen will. Dann hat man auch mal solche Folgen dabei. Nö, nee, du. Geht ja gar nicht. Alle mal weggucken. So macht man es natürlich nicht. Föhn. Können wir doch nicht jetzt extra eine Abstippschlange runterladen, nur damit ich den rauskriege. Das ist ja was für ein Hinter. Oh, ich glaube, er ist draußen. Memo an mich. Mit dem Deutz wird kein Wasser mehr geholt. Stellen wir mal eben hier an die Seite. Ich hoffe, das würde mit dem Eicher jetzt das Wasser Wasserfass rauskriegen. Keine Lust, jetzt den dicken Deutz zu holen. Was ist das denn für ein Gorpel? Nur um das Wasserfass rauszuholen. Vor allem, wo gibt's hier Wasser? Merkst ja doch, dass der 100 PS hat, ne? Aber kann mir jetzt mal einer verraten, wo wir hier Wasser kriegen? Hey, Vorsicht.
Müssen wir uns hier irgendwo einen Wasserbunker hinsetzen? Oder vielleicht von hier? Oder da hinten? Na, gehen wir mal kurz gucken. Weil irgendwo musst du doch Wasser kriegen. Ne, hier ist mir da zu steil, da kommen wir nicht wieder raus. Das ist ja voll uncool. Gibt's wohl nichts anderes, als sich hier so einen Wassertank hinzusetzen, wa? Wollte ich eigentlich nicht machen. Oh, vielleicht hier am Teich. Ja, geht's noch? Ja, hier ist unsere neue Weide-Action. Hier ist ein Kuhstall hingekommen. Hier tun wir ein paar Mastrinder. Die Schafweide ist ja hier unten. Pferdestall habe ich dahin platziert. Dass wir mal was anderes zu Gesicht kriegen, ne? Wie immer nur auf den Hof, das kleine Ding. Ich hatte nach einer Kuhweide gesucht, aber da gibt es ja nichts, ne? Kann der hier auffüllen? Auch nicht, echt, das nervt. Ja, Leute, ey, dann nützt ja nichts. Dann müssen wir uns hier so einen Wassertank noch hin platzieren. Ey, jetzt sind wieder Kosten, die sind nicht eingeplant, ne? Finde ich nicht so lustig. Vor allem, wo setzen wir denn hin? Wir brauchen Wasser für die. Ne, wir brauchen hier gar kein Wasser. Wir haben ja überall Wasserprinzip. Ja, dann nehmen wir das Ding mit zum Hof. Aber wir brauchen am Hof für die Schafe, glaube ich, Wasser. Aber wenn wir hier nirgendwo Wasser klauen können. Oh, Mischa. Ist das ja uncool. Möchte ich nicht auch extra so ein Ding dahin platzieren, nur um Wasser zu kriegen? Ja, Freunde, da müssen wir erstmal gucken, ne? Das ist ja jetzt Fail-Folge schlechthin. Das geht ja gar nicht, ne? Der Schafstall hat kein Ding, ey. Wir müssen ja da irgendwie Wasser reinkriegen, ne? Wir müssen uns hier hinten so einen Wasserbunker hinsetzen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Kann man hier einfach auffüllen? Nö. Ah. Nützt nix. Das war nicht eingeplant. Diverse. Nee, der muss da hinten hin. Wo platzieren wir den am besten? Am Hof habe ich da eigentlich keine Lust drauf. Ruhe. Hallo? Der nimmt auch ganz schön viel Platz weg, ne? Da kommen wir nicht ganz fast dran. Egal, kommt jetzt hier hin. Fertig. Oh ne, das war nicht gut. Ja, muss so gehen. Ja, Freunde. Ich danke trotzdem fürs Zusehen, auch wenn es dieses Mal eine Fail-Folge war.
einen Daumen würde ich mich drüber freuen, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo wäre nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.